Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de. Ich begrüße euch zum fünften Teil unserer Testserie vom neuen OnePlus 8T. In diesem Video geht es ausschließlich um das Thema Bedienung und Software. Wir haben dieses Smartphone jetzt 2 Wochen vor der offiziellen Bekanntgabe hier von OnePlus zum Test zur Verfügung gestellt bekommen, konnten es also ausführlich auf Herz und Nieren testen und wollen euch in diesem Video mal zeigen, ja, was in Sachen Bedienung das OnePlus 8T so drauf hat. Ja, wir fangen mal an, wie immer, mit den Bedienelementen. Finde ich nicht ganz unwichtig, dass man halt weiß, was kann man hier erwarten beim OnePlus. Gibt es hier auf der rechten Seite den An- und Ausschalter und diesen Taster hier für den Betriebsmodus. Ich zeige euch das mal, das finde ich eigentlich immer ganz schick, dass OnePlus das macht. Ich kann den hier nach oben schieben und dann steht hier lautlos, oder wenn ich nach unten schiebe, wird der Klingelton halt aktiviert. Das heißt, wenn ich mal irgendwie nicht gestört werden will, in ein Meeting gehe oder was auch immer, halt meine Ruhe haben möchte von meinem Smartphone, dann schiebe ich den Schalter hier einfach nach oben und dann wird quasi, wenn irgendwie was passiert, dann vibriert es zwar noch, aber es gibt halt kein Laut mehr von sich. Wunderbar. Ja, der An- und Ausschalter, der ist jetzt nicht so spannend, aber was ich irgendwie lustig finde, ist, wenn ich die Gesichtserkennung aktivieren möchte, ich zeige euch das mal, ich habe die Gesichtserkennung hier schon eingerichtet, ich muss mal meine Brille abnehmen. So, ich nehme das Smartphone jetzt auf. Dann wird sie nicht automatisch aktiviert. Ich muss einmal den Power-Knopf drücken und dann wird das Smartphone entsperrt. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Das machen andere Hersteller teilweise so, dass man einfach nur das Handy aufnehmen muss und dann muss man nirgendwo mehr drauf drücken. Hier beim OnePlus 8T. Man braucht nicht zu swipen, also nicht zu wischen auf dem Bildschirm. Das ist schon mal ganz gut. Aber man muss halt noch einmal hier drauf drücken und dann wird die Gesichtsentsperrung aktiviert. Ja, hier unten haben wir dann Folgendes zu vermelden: USB-C-Anschluss natürlich, ist übrigens USB 3.1, also ein schneller USB-C-Anschluss. Dann haben wir hier den einen Lautsprecher, den Hauptlautsprecher, und hier oben, kann man das sehen, ist die in der Hörmuschel quasi der zweite Lautsprecher eingebaut. Das heißt, das OnePlus 8T gibt Musik in Stereo wieder und das funktioniert auch richtig gut. Also die sind ungefähr gleich laut und strahlen beide irgendwie so schön nach links und rechts ab. Das heißt, ihr habt ein richtig schönes Stereobild. Klingt super, finde ich klasse. Ja, das ist der SIM-Tray. Ich kann hier noch mal kurz aufmachen. Das habe ich in einem anderen Video schon einmal gezeigt, aber ich zeige es hier auch noch mal. 2 Nano-SIMs finden hier Platz, leider keine Micro-SD-Karte. Das heißt, der interne Speicher ist nicht erweiterbar. Und dann auf der linken Seite seht ihr hier den Lautstärke-Knopf. Kann man den erkennen? Ich hoffe ja, Lautstärke-Button. Oben haben wir dann noch ein weiteres Mikro. Und ja, das war's. Fingerabdrucksensor gibt es hier nicht auf der Rückseite. Auf der Rückseite gibt es lediglich hier die Kamera. Und der Fingerabdrucksensor ist hier beim OnePlus 8T hier unter das Display gewandert. Das setzt sich ja immer mehr durch. Finde ich auch ganz schick eigentlich. Und ja, die Einrichtung des Fingerabdrucksensors habe ich im ersten Teil gezeigt. Hier ist nur zu sagen, es funktioniert absolut zuverlässig, der Fingerabdrucksensor. Man kann ihn auch nicht so richtig verpassen. Also das klappt super. Wie gesagt, Gesichtserkennung habt ihr eben schon gesehen, hat das Smartphone auch. Ich glaube, das ist sogar eine 3D-Gesichtserkennung. Zumindest bei der Einrichtung sah es so aus, als ob mein Gesicht quasi, ja, so ein bisschen auseinandergenommen wurde. Und ich kann es dir nochmal zeigen. Ich drücke hier einfach einmal aus, drücke hier drauf, flop, wird sofort erkannt, mein Gesicht, und das Smartphone auch dann relativ schnell entsperrt. Ja, das waren die Bedienelemente und dann gehen wir mal in die Software. Als erstes schauen wir uns mal an, was hier denn so installiert ist. Android 11, ganz frisch von Google auf den Markt geschmissen, ist hier vorinstalliert schon, und darüber legt dann OnePlus seine eigene Oberfläche, die nennt sich Oxygen OS, mittlerweile in der Version 11 auch angeglichen an Android 11. Und ja, das ist irgendwie im Grunde genommen eine sehr einfach zu bedienende Variante. Ihr seht auch schon hier anhand der Symbole, das ist alles nicht so poppig, nicht so bunt, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend, weiß und schwarz ist die Oberfläche gehalten. Und ja, also ich komme damit super klar. Ich zeige euch hier nochmal die Schnittstellen hier auf 3 Screens verteilt. Kann man sich natürlich auch selbst einrichten, wie man das gerne so haben möchte. Außerdem ist hier, wenn ich von links rechts nach links wische, der Google Discover Newsfeed voreingestellt. Das finde ich auch klasse. Also keine eigene News-Lösung von OnePlus. Das versuchen einige andere Hersteller ja immer so ein bisschen, so ein eigenes Süppchen zu kochen. Aber ehrlich gesagt, finde ich, geht das oft in die Hose. Und hier dieser Google News Discover Newsfeed, der ist halt auf meine Bedürfnisse quasi
eingerichtet. Google weiß halt leider Gottes ziemlich viel über mich und blendet deshalb halt nur Dinge ein, die mich hier auch interessieren. Deshalb solltet ihr eigentlich auch hier oben ist dieses Symbol euren Google-Account dort eingeben und dann kriegt ihr halt personalisierte Informationen angezeigt. Ja, wenn ich von unten nach oben scrolle, dann kommen alle installierten Apps. Es gibt hier relativ wenig Werbe-Apps. Eigentlich habe ich hier nur Netflix entdeckt, wobei Werbe-App, naja gut, ich meine, es gibt halt viele Leute, die Netflix nutzen. Wenn ihr Netflix nicht auf eurem Smartphone haben wollt, könnt ihr es natürlich auch deinstallieren. Funktioniert aber natürlich auch sehr gut, zumal dieses Smartphone auch, ich kann es ja mal kurz zeigen, mal gucken, ob das jetzt klappt. HDR 10 Plus unterstützt, das heißt, die Farbwiedergabe ist hier echt sehr brillant bei diesem Smartphone. Auch die Kontraste sind super und auch die Bildwiederholfrequenz. Ich weiß gar nicht, wie dieses Video jetzt hier wiedergegeben wird, wahrscheinlich mit 60 Bildern pro Sekunde. Das Smartphone hat ja eine maximale Bildschirmwiederholfrequenz von 120 Hertz, darauf bin ich in einem anderen Video schon ausreichend eingegangen. Insofern sehr smoothes Erlebnis beim Anschauen von Videos beispielsweise. Ja, was ist noch zu sagen zum Thema Bedienung? Wir können ja mal so ein bisschen reingehen. Ich schaue mal, was ich jetzt hier wichtig finde hier im Display. Da könnt ihr halt den Ruhemodus einstellen. Das heißt, wie lange soll das Smartphone anbleiben, das Display, ohne, auch wenn ihr nichts macht, ohne dass es ausgeht. Hier ist die Erweiterung. Da ist zum Beispiel die Bildschirmwiederholrate, von der ich eben sprach. Könnt ihr hier einstellen, 120 oder eben die Standardwiederholrate von 60 Hertz. Was OnePlus auch gemacht hat, bevor ich das vergesse. Sie haben sich ein bisschen Gedanken gemacht bei Oxygen OS 11, was die Einhandbedienung angeht. Und zwar ist es derart quasi dann umgesetzt worden, dass man die wichtigen Dinge immer in den unteren zwei Dritteln des Bildschirms hat. Also ich kann ja mal, wir gehen mal hier zum Beispiel in die Wetter-App. Hier kann man es ganz gut sehen. Hier oben ist einfach nur so ein bisschen Textbereich. Und wenn jetzt hier irgendwelche Funktionen wären, die ich auswählen könnte, dann würde ich hier überall mit dem Daumen noch rankommen. Also insofern, ja, also je weiter man nach unten kommt, ich glaube in diesem Bereich hier sind die ganzen Aktions-Buttons bei den Apps von OnePlus hinterlegt und soll halt der Einhandbedienung zuträglich sein. Ja, was auch eine ganz schöne Sache ist, die habe ich aber leider nicht gefunden. Ich bin irgendwie ganz verzweifelt. Es gibt hier angeblich eine Voice-Note-Funktion. Hier ist der Voice-Recorder. Da wird jetzt das, was ich jetzt hier gerade ins Mikro labere, aufgenommen. Und es soll eine Funktion geben, und das fände ich super, könnte ich persönlich echt gut gebrauchen, dass das gesprochene Wort in Text umgewandelt wird. Ich habe es aber nicht gefunden. Also ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin zu blöd, aber ich habe wirklich hier überall geguckt. Es gibt ja auch nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Das muss irgendwo anders verborgen sein, aber bei der Präsentation, es gab so eine Vorabpräsentation für Journalisten, also nicht die, die ihr eben gesehen habt am 14. Oktober, sondern vor einer Woche war das. Da wurde darauf hingewiesen, dass es halt so eine Voice-Note-Funktion gibt. Wie gesagt, ich habe sie leider nicht gefunden, ein bisschen schade. Ja, dann gehen wir nochmal in die Einstellung. Was wollte ich euch noch zeigen? Ja, Ton und Vibration. Es gibt hier Dolby Atmos, ist an Bord. Wenn jetzt hier ein Kopfhörer angeschlossen wäre, dann könnte man auch noch quasi in so ein EQ gehen. Und was haben wir hier noch? Ja, das können wir uns eigentlich schenken. Tasten und Gesten, können wir auch noch mal kurz reingehen. Navigationsleiste, das ist vielleicht noch mal ganz interessant. Ich habe jetzt hier die Wischgestensteuerung eingestellt. Habt ihr auch schon gesehen, dass ich hier immer in der Gegend rumwische und es werden hier auch keine Android-Symbole eingeblendet. Ich kann aber, wenn ich will, natürlich hier wieder die althergebrachte Android-Steuerung mit den drei Standardtasten nutzen, wenn ich denn will. Ich lasse das jetzt mal eingeschaltet und dann braucht ihr euch da nicht großartig umzugewöhnen, wenn ihr das nicht wollt. Ja, Sicherheit und Sperrbildschirm. Hier wird der Fingerabdruck eingerichtet. Habe ich schon mal gemacht. Zeige ich jetzt auch nicht nochmal. Falsche PIN, wird sowieso nichts. Aber hier ist eben auch der Bereich, wo ihr die Gesichtserkennung wo ihr die Gesichtserkennung einrichtet, Gesichtsdaten entfernen. Wir können das einfach mal zusammen machen. So, ich hoffe, ihr kriegt jetzt keinen Schreck, wie ich aussehe. So, jetzt seht ihr hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da wird so eine Maske über mein Gesicht gelegt. Und dann ist quasi, scheint ein 3D-Scanner zu sein. Dann kann man das Smartphone eben einfach indem man in die Selfie-Kamera reinglotzt, entsperrt. Das ist doch mal sehr angenehm. Ja, was ist noch zu sagen? Im Grunde genommen war es das eigentlich schon. Ja, es gibt hier wieder diese
Digital Wellbeing und Jugendschutzgeschichten. Da könnt ihr halt genau sehen, wie lange ihr schon das Smartphone benutzt habt. Ihr könnt auch Restriktionen eingeben. Und ja, dann gibt es zu guter Letzt noch den Bereich Tipps und Supports. Es gibt auch so ein paar vorinstallierte Apps von OnePlus selbst. Hier die Community-App, die kennt ihr schon von anderen OnePlus-Smartphones. Das ist halt, ja, wie der Name schon sagt, da könnt ihr euch austauschen mit anderen Nutzern, kriegt auch Tipps und Hinweise von OnePlus selbst. Und dann gibt es hier eine App, die finde ich sehr, sehr wichtig. Die kennt vielleicht der ein oder andere noch nicht. OnePlus Switch heißt die. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr Huawei-Smartphones schon mal gesehen habt. Da nennt sich das PhoneClone. Da könnt ihr halt die Daten von dem alten und dem eurem alten und diesem neuen Smartphone synchronisieren, also rüber kopieren. Und das ist wirklich super gut gemacht. Ihr müsst auf dem alten Smartphone dann auch diese App hier installieren. OnePlus Switch könnt ihr auf jedem Android-Smartphone, ich glaube auch auf iOS, also auf Apple iPhones installieren. Und dann müsst ihr sagen, das ist das neue und bei dem anderen, das ist das alte. Und dann wird via Bluetooth werden die Daten quasi, oder via Ultraschall, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall über irgendeine Funktechnologie, müsst ihr gar kein Kabel anschließen, werden die Daten und Einstellungen, alle eure Fotos, MP3-Files, Bilder und so weiter, werden alle auf das neue Smartphone übertragen. Das ist wirklich eine sehr hilfreiche Funktion, finde ich. Ja, was haben wir noch? Dann gibt es hier die Wetter-App, Notizen, GameSpace, ja, soll es eigentlich mal gewesen sein. Also wie gesagt, sehr schön nutzbares, einfaches, intuitives Erlebnis hier. Wenn ihr von anderen Android-Smartphones kommt, werdet ihr euch hoppala, sofort zurechtfinden. Und ich denke mal, auch wenn ihr von einem iPhone kommen solltet, ist das kein großes Problem. Wirklich gut zu bedienen, das Ganze. Und ja, das war's mit diesem Video. Das war das Video Nummer 5 unserer Serie. Schaut mal, ob ihr euch vielleicht auch noch die anderen Teile angucken möchtet. Es gibt einen sehr langen Teil zum Thema Kamera. Da habe ich ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber egal. Und das 6. und letzte Video, was dann noch folgt, ist dann ja der Abschluss, Pro und Contra und eine Zusammenfassung. Vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.